Ja, zu Beginn wollen wir uns erstmal anschauen, wie stellen wir überhaupt die Sattelhöhe richtig ein. Ja, dazu habt ihr bei den meisten Rädern hier eine Klemmung der Sattelstütze. Wenn die aufgeschraubt ist, können wir den Sattel in der Höhe variieren. Das heißt, höher setzen oder tiefer setzen. Um die richtige Sattelhöhe zu ermitteln, gibt es unterschiedliche Verfahren, die ich euch gleich einmal kurz vorstellen möchte. Grundsätzlich ist es nämlich so, wenn wir zu hoch sitzen, dass wir sehr, sehr viel Druck auf den Dammbereich haben und die Knie sehr stark durchstrecken. Sitzen wir zu tief, ja, haben wir einen sehr kleinen Kniewinkel und die Belastung auf die Knie wird sehr hoch. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt gleich im Anschluss einfach mal an, wie man das Ganze ermittelt und wie wir die ideale Sattelhöhe finden. Alles, was wir für das erste Verfahren benötigen, ist eine Wasserwaage und ein Zollstock. Am besten holt ihr euch Hilfe bei einem Partner, denn hiermit werden wir gleich die Schrittlänge messen. Wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen die Wasserwaage und legen sie einmal quasi durch die Beine, greifen das Ganze hinten und vorne. Die Beine stehen so ungefähr schulterbreit. Dann ziehen wir die Wasserwaage nach oben, sodass quasi der Anpressdruck des Sattels simuliert wird. Ich achte jetzt darauf, dass die Wasserwaage waagerecht ist. Dann kann der Partner oder die Partnerin vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage den Abstand messen. So schnell habt ihr schon eure Schrittlänge ermittelt. Die zuvor ermittelte Schrittlänge hilft uns jetzt, die Sattelhöhe optimal einzustellen. Das machen wir anhand einer kleinen Formel. Das ist nämlich die Schrittlänge mal 0,885. Meine Schrittlänge beträgt 91,6 cm und wenn ich diesen Wert jetzt in die Formel einsetze, komme ich hinterher auf einen Wert von 81,066 cm. Diese Zahl oder diese Zentimeterangabe nehmen wir jetzt und messen den Wert von der Tretlagermitte bis zur Mitte der Satteloberkante ab. Das soll heißen, wir nehmen wieder unseren Zollstock, legen das Ganze an und hier oben an diesem Punkt sollten wir jetzt auf 81,066 cm kommen. Um jetzt zu schauen, ob diese erste Einstellung erfolgreich war, können wir das Ganze mit der zweiten Variante, ja, verifizieren. Dazu drehe ich einmal den Kurbelarm und zwar so, dass sich die Kurbel in einer 12- bzw. 6-Uhr-Position befindet. Anschließend nehme ich jetzt das rechte Bein und schaue, ob ich mit meiner Ferse noch auf das Pedal komme. Wenn ich also jetzt, so wie hier, auf das Pedal komme und mein Bein vollständig gestreckt ist, kann ich davon ausgehen, dass die zuvor getroffene Einstellung erfolgreich ist.